Tesla, Amazon, Wirecard, das sind die Unternehmen, die im Mittelpunkt des Interesses stehen, die ständig in den Medien sind, in den Schlagzeilen. Und da stürzen sich unglaublich viele Investoren auf diese Unternehmen. Das sind sogenannte Wachstumsunternehmen mit einer Story, die dahinter steckt, weil es eine Branche ist, die sich gerade entwickelt, weil es eine völlig neue Technologie ist, die sich durchsetzt, und da werden enorme Hoffnungen drauf gesetzt. Und das führt eben dazu, dass diese Unternehmen relativ hoch bewertet sind. Dass also der Preis, der Kurs im Vergleich zu den Gewinnen relativ hoch ist, ein hohes KGV. Und das kann nur aufrechterhalten werden, wenn ein enorm hohes Gewinnwachstum Jahr für Jahr erzielt wird. Und das wissen die Vorstände dieser Unternehmen natürlich. Und das erzeugt einen unglaublichen Druck auf diese Unternehmen. Wirecard steht natürlich jetzt noch mehr im Mittelpunkt, weil diese Manipulationsvorwürfe auch bestehen. Aber unabhängig davon, Wirecard ist natürlich als Fintech-Unternehmen, das die Geschäftsmodelle der etablierten Banken angreift, natürlich gerade hip. Und diese Technologien sind ja auch unglaublich spannend. Und genauso ist es mit der Elektromobilität und mit den anderen Wachstumsbranchen, die es da so gibt. Aber man muss eben wissen, Wachstum, hohe Renditen hat auch ein enormes Risiko in sich. Die meisten Anleger sind Wachstumsanleger. Sie setzen eben genau auf diese Branchen, weil sie ständig in den Medien sind, weil sie in den Köpfen präsent sind. Als Wachstumsinvestor kann man auch enorm hohe Renditen erwirtschaften, wenn man früh genug einsteigt in diese Unternehmen und dann entweder weiß, welche Unternehmen sich langfristig durchsetzen oder wann man aussteigen muss. Denn das Problem bei diesen Wachstumsbranchen, bei diesen Wachstumsunternehmen ist ja, dass es irgendwann zu einer Sättigung kommt und dass dann festgestellt wird, dass viel zu viele Unternehmen gegründet wurden, für die es gar keine Kunden gibt, dass viel zu viel Geld in diese Bereiche geflossen ist, dass die Bewertungen enorm in die Höhe getrieben hat und die Gewinne eben diesen hohen Bewertungen nicht standhalten kann. Und das führt dann dazu, dass es zu einem regelrechten Zerfleischungsprozess kommt, zu einem regelrechten Blutbad. Also bei dieser Stagnationsphase folgt dann ein richtiger Einbruch. Viele Unternehmen verschwinden vom Markt, gehen entweder pleite, werden billig aufgekauft und nur wenige überleben. Und die überleben dann aber auch in der Regel langfristig. Und ich weiß nicht, wie man herausfinden kann, relativ frühzeitig, welche Unternehmen langfristig überleben werden. Denn wenn ich mich zurückerinnere an das Internet, dass sich da Google als Suchmaschine ja herausgefiltert hat, das war für mich nicht ersichtlich. Damals gab es AOL und Yahoo und ganz andere Unternehmen. Von Google sprach damals noch kaum jemand. Und ich weiß auch nicht, wie man herausfinden kann, wann man diese Unternehmen verkaufen muss, wann also dieser Übergang von der Wachstums- in die Stagnationsphase ist. Und weil ich das nicht weiß, lasse ich die Hände davon, weil sonst das Risiko viel zu groß ist, dass ich in ein Unternehmen investiert habe, eins von den vielen, das langfristig nicht überlebt oder dessen Kurse deutlich einbrechen. Und das will ich nicht. Denn das wäre natürlich keine erfolgreiche Strategie. Ich bin Substanzinvestor. Für mich werden Unternehmen dann interessant, wenn dieser Zerfleischungsprozess, dieser Ausleseprozess abgeschlossen ist und sich herauskristallisiert hat, welche Unternehmen langfristig überleben. Das sind dann für mich die interessanten Unternehmen. Jedes meiner Unternehmen war einmal ein Wachstumsunternehmen. Das ist aber nur meistens schon Jahrzehnte, zumindest Jahre zurück. Und dann wird es für mich interessant. Ich weiß, ich bezahle natürlich höhere Kurse, aber für dann auch etabliertere Gewinne. Also der Unterschied von Kurs zu Gewinn ist bei mir deutlich geringer. Mein KGV beim Kauf ist deutlich geringer als bei diesen Wachstumsinvestoren, weil diese Unternehmen ja entweder Verluste erwirtschaften
oder kaum Gewinne, aber enorm hohe Preise dafür bezahlt werden im Vergleich zu meiner Strategie. Und genauso ist es mit der Substanz. Diese Wachstumsunternehmen haben kaum Substanz aufgebaut. Während bei mir die Unternehmen, die sich durchgesetzt haben, ja dann schon Substanz aufgebaut haben. Weltweite Produktionsanlagen oder Vertriebsstrukturen, die sich durchgesetzt haben, Marken, die etabliert sind. Und da ist eben dann auch der Preis, der Kurs zur Substanz, zum Buchwert deutlich geringer. Ich weiß, ich erziele nie die tollen Renditen, diese enorm hohen Renditen, die Wachstumsinvestoren erwarten, aber bei mir sind die Renditen dafür umso konstanter, Jahr für Jahr und langfristig erfolgreich. Ich kann in diese Unternehmen langfristig investiert bleiben und muss mir nicht überlegen, wann ich die wieder verkaufen kann. Aber sie sind eben, diese Unternehmen sind bei weitem nicht so spannend, nicht so sexy wie diese Wachstumsunternehmen. Ein Harvard-Professor hat vor Jahren untersucht, welche Konzerne in Amerika über Jahrzehnte für Investoren die erfolgreichsten waren. Und dabei war ein Zigarettenhersteller. Das hätte kaum jemand erwartet, auch ich nicht. Und dieser Zigarettenhersteller hat über Jahre die höchsten Renditen erwirtschaftet. Und warum war das so? Weil eben die Kurse so eingebrochen sind, weil so hohe Schadenersatzforderungen zu erwarten waren, weil jeder gesagt hat, Zigarettenhersteller, die haben nur noch eine befristete Zukunft vor sich, ein Geschäftsmodell am Auslaufen mit hohen Schadenersatzforderungen, die die Gewinne schmälern werden. Und deshalb haben sich kaum noch Investoren für dieses Unternehmen interessiert. Die Kurse sind eingebrochen, aber auch die Ausgaben, die diese Unternehmen tätigen mussten, waren relativ gering. Das Produkt war entwickelt, der Produktionsprozess war etabliert und es waren kaum Werbeausgaben zu tätigen, weil weltweit sogar viele Werbeverbote eingeführt wurden. Also die durften gar keine Werbung mehr machen. Und dieses Verhältnis zwischen doch hohen Umsätzen, weil die Raucher weiterhin Produkte kauften, auch zu höheren Preisen und geringen Kosten, führte eben zu hohen Gewinnspannen. Und diese Gewinne wurden dann an die Anteilseigner ausgeschüttet, hohe Dividendenrenditen wurden dadurch erreicht. Und zum anderen, der andere Teil der Gewinne wurde in neue Branchen investiert, die lukrativ waren, die zukunftsträchtig waren, also die Getränkebranche beispielsweise. Und so hat sich dieser Konzern dann in neue Branchen eingekauft und damit zukünftige Gewinne erwirtschaftet. Und diese Kombination, dieses Paket hat dazu geführt, dass ein Unternehmen, von dem man es überhaupt nicht erwartet hätte, zu den erfolgreichsten Unternehmen über Jahrzehnte gehört hat. Und das ist eben typisch für Substanzunternehmen. Das sind Unternehmen aus zweiter Reihe, die Weltmarktführer sind, aber die eben nicht ständig in den Medien präsent sind, die nicht so sexy sind, nicht so spannend sind und deswegen aber auch nicht so hoch bewertet sind. Mir haben diese Unternehmen die finanzielle Unabhängigkeit gebracht. Für mich war es der richtige Weg, der beste Weg. Ich kann es nur weiterempfehlen. Das Problem dabei ist nur, dass viele Menschen eben sensationslustig sind, dass sie die Sensationen erleben wollen, diese spannenden Unternehmen, die Geschäftsmodelle und sich auf diese konzentrieren. Nur das Problem, eben dann auch diese Sensation ist schnell wieder vorüber und dann ist die nächste Sensation, auf die sie sich wieder konzentrieren und die nächste. Und das aus meiner Sicht langfristig erfolgreichere ist eben meist das Bodenständigere, das Nachhaltigere, das Solidere, mit dem langfristig tolle Renditen Jahr für Jahr erwirtschaftet werden. Nicht so hohe in kurzer Zeit, aber dafür beständigere über Jahre hinweg. Wenn Ihnen dieser Tipp gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen. Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, denn so erreichen wir gemeinsam mehr Menschen, die dann von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie meinen Kanal abonnieren, haben Sie den großen Vorteil, dass Sie künftig kein Video mehr verpassen.